1876 stellt der Chemiker und Visionär Fritz Henkel mit zwei Partnern aus Wasserglas und Soda ein Pulverwaschmittel her. 5 Generationen später ist aus der kleinen Werkstatt längst der börsennotierte Global Player Henkel geworden. An der Spitze steht noch immer die Familie, Simone Bajeltra. Die Ururenkelin des Firmengründers erinnert sich an ihre Jugendtage. Ich denke, das kam so im Laufe der ausgehenden Pubertät. Wir hatten damals eine Firmenbesichtigung hier und da war mir noch nicht ganz klar, was das alles mit mir zu tun hat und welches Ausmaß das Ganze hat. Aber da war sicherlich so die erste Kontaktstelle und da ist der erste Funken übergesprungen. Dass seit 2009 eine Frau an der Spitze eines DAX 40-Konzerns steht, war ein Novum. Der Wirbel um ihre Person hat Bajeltra dennoch gewundert. Ich war bis dahin sehr oft mal die einzige Frau oder auch die jüngste Person im Raum. Dass das aber einen solchen Widerhall oder Niederschlag gefunden hat, ist natürlich schon ein Zeichen der Zeit gewesen. Das war etwas Besonderes. Es ist bis heute noch nicht normal. Als Oberhaupt hält Simone Bajeltra die 3 Familienstämme zusammen. Sie eint das große Interesse am Unternehmen und da steht jeder wie eine Eins dahinter. Und ich sage gerne, Sie könnten jeden von uns nachts wecken und jeder würde Ihnen sagen, Firma vor Familie. Frau Bajeltra verkörpert für mich die perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne. Sie führt das Düsseldorfer Unternehmen Henkel als Aufsichtsratsvorsitzende von der Vergangenheit als Familienunternehmen in die Modernität der Zukunft. Und das in herausfordernden Zeiten. Für mich eine absolute Leistung, zu sagen, dass sie die Düsseldorferin des Jahres im Bereich Wirtschaft ist.